Alter, da ist eine Fußfessel. Junge. Leute, schau mal hier. Wir haben eine Fußfessel gefunden. Und nochmal eine Fußfessel. Eine Patronenhülse haben wir gefunden. Wurde etwas scharf geschossen oder was? Da sind Flaschen bei von 1953. Moin meine Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Diesmal sind wir wieder unterwegs und haben ein neues kleines oder großes in dem Fall Lost Place Abenteuer am Start. Wir sind in einem richtig großen Gebäudekomplex aus dem 16. Jahrhundert. Hier haben unter anderem schon Mozart und Goethe geschlafen. Es ist richtig, richtig geil. Bleibt auf jeden Fall dran, es ist richtig spannend. Und auf los geht's los, wir gehen jetzt mal rum hier. Hier gelandet ist. Hallo? Nee, da haben sie sich verfehlt. Jo, tschüss. Das ist auch mal ein Highlight hier, diese Lampen. Uralt auf jeden Fall. Schön zum Zinzingfuß. Auf jeden Fall nicht schlecht. Sieht gut aus. Wow, Leute, ich glaube, wir sind im Paradies. Ich glaube, wir sind im Paradies schlechthin. Schaut euch mal diesen Weinkeller an. Und vor allem schaut euch mal an, ich weiß nicht, ob es hier so rüberkommt, wie riesig dieser Weinkeller ist. Der ist einfach mal von der Deckenhöhe ungefähr 4 Meter hoch. Ja, ich nehme euch mal mit eine Runde hier. Da sind die Flaschen. Das ist schon eine richtig krasse Sache hier. Geht's da hinten noch weiter mit Flaschen? Flaschen nicht, aber andere Sachen? Okay, wir gehen mal weiter, meine Freunde. Hier geht's einfach mal weiter. Die Deckenhöhe bleibt gleich. 4 bis 5 Meter, schätze ich mal. Hier liegen uralte Sachen. In jeder Ecke. Und das Gewölbe ist einfach mal heftigst groß hier. Hier, meine Freunde, liegt auch mal so eine richtig geile alte Truhe. Und so Pferden hier drauf. Hier liegen schon echt krasse Sachen, muss ich ja mal sagen. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal rein in die gute Stube, ne? Auf geht's! Was eine krasse Sache. Leute, schaut euch mal diesen Ausblick hier an. Also ist schon richtig, richtig gigantisch hier. Wie gesagt, dieses Haus ist hier, oder Gebäudekomplex, Hotel, was auch immer, ist 1573 erbaut worden. Hier haben schon sehr, sehr bekannte Leute geschlafen. Unter anderem Mozart und Goethe sollen hier geschlafen haben. Und es ist einfach gigantisch hier mit dem Wasser im Hintergrund. Und wir werden jetzt mal weiter erkunden. Wir haben so viel zu gucken hier und wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ist einfach richtig geil hier. Also wir laufen jetzt hier gerade in diesem riesigen Gebäudekomplex einfach mal rum.
Die Größe hier ist einfach gigantisch. Stehen einfach mal richtig geile alte Stühle rum. Schau euch das mal hier an. Richtig, richtig schön. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Auktion gewesen, habe ich so gehört. Es liegen auch noch überall Bücher rumverteilt. Aber ich kann es gar nicht oft genug sagen. Diese Aussicht nach draußen ist einfach gigantisch. Man guckt direkt aufs Wasser hier. Was auf jeden Fall schon leider hier passiert ist, schaut euch mal diesen Boden hier an. Der ist absolut leider nicht mehr top und hat sich schon übelst gewellt. Ja, ich habe jetzt mal so eine Auswahl hier zusammengestellt von Fotos, die wir hier gerade gefunden haben. So sah das Ganze mal aus. Wenn man sich das jetzt mal vorstellen kann, war quasi, wenn ich mal so laufe, war genau da hinten, wo jetzt die Ecke ist, wo der Kronleuchter hängt, da hing wohl mal ein anderer Kronleuchter, hing genau quasi dieser andere Kronleuchter und da war eine ganz große S-Ecke, wie man jetzt hier sehen kann. Ja, das steht zwar nicht mehr hier, aber trotzdem ist es noch sehr, sehr geil anzuschauen, wie es hier halt mal drin ausgewesen sein muss, beziehungsweise ausgesehen hat. Das ist schon richtig imposant hier, das ganze Gebäude auf jeden Fall. Wir haben erstmal noch ein Bild gefunden. Schaut euch mal das hier an. Richtig genial. Hier vorne hängt noch der große Kronleuchter, der auch immer noch hängt. Ja, und dann hat man hier quasi diesen ganzen Raum, so wie er mal aussah, wo eben mal ein Buffet aufgebaut war, die ganzen großen Tische hier so standen im Kreis. Richtig, richtig, richtig genial auf jeden Fall. Die ist was von 76. Schaut euch das mal an hier, schaut euch mal diese Postkarte an. 76. Von wann die ist. Die ist auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr uralt. Hier haben wir leider kein Datum drauf gelesen, aber die ist richtig alt. Ja, ich nehme euch mal wieder eine Runde mit in diesem richtig fantastischen Raum hier, wie ich finde. Schaut euch mal alleine diesen Schrank hier noch an. Der ist doch immer richtig geil. Da ist noch alles einfach mal drin. Also ich finde es hier richtig, richtig, richtig gut. Dann geht es hier weiter. In jeder Ecke steht hier einfach noch was rum. Hier ist zwar ein bisschen Unordnung am Tisch, irgendwelche CDs und so, aber auch hier wieder ein richtig schönes Bowle-Set noch. Und dann wieder mal, Leute, zieht euch das mal rein hier. Einfach nur gigantisch. Leute, schaut euch mal hier das hier an. Hier ist noch eine Versteigerungsnummer drauf. Wie ich schon vorhin sagte, hier war auf jeden Fall eine Versteigerung. Und da ist einmal eine Nummer drauf. Ja, der liebe Mirko hat jetzt gerade noch hier eine Lampe aufgebaut. Die ist auch schick. Auch schon schön alt. Wird wahrscheinlich auch mal irgendwo gehangen. Ich weiß nicht, irgendein Idiot hat die abgehangen oder so. Man weiß es nicht. Weil hier ist definitiv noch der große Kronleuchter. Und wir gehen mal weiter. Na, hier zum Beispiel hängt nämlich keiner. Aber ich glaube, da passt ja. Nein, da ja doch, könnte, ne? Könnte schon sein, dass der da hingepasst hat. Doch. Hier ist auch noch eine Riesensitzecke. Hier liegen auch noch mal irgendwelche Unterlagen rum. Vor allem alles immer so sehr alte Unterlagen, so von der Schrift her und sowas auch. Richtig massiv Kupfer, richtig cool.
Was verbirgt sich nur hinter dieser Tür? Wir sind jetzt in der obersten Etage, die Tür ist zu. Mal schauen, ob sie auf ist. Ja, sie ist auf. Sie ist auf und es sieht gut aus. Boah, das ist ein Schild. Alter. Krasser Tobak. Heftig. Krasser Tobak hier. Wenn man sich mal überlegt, dass das ganze Ding hier von 1573 ist, schaut euch das mal an, ihr Leute. Ein richtig schöner Boden hier noch. Mal gucken, wie lange noch. Da es ja immer wieder Idioten gibt, die in solchen Lost Place-Ordnern immer wieder Scheiße bauen. Und leider muss man dazu sagen, hier kann man relativ gut rein. Die Isomatte. Ja, als ob hier einer drin geschlafen hat, meine ich ja. Ja, wir treten jetzt mal weiter, ne? Mal schauen, was hier uns abgeht. Schaut euch alleine mal diesen Gang hier an. Das ist doch mal krass. Wow. Geil, geil, geil. Also ich bin gerade ehrlich, also muss man echt sagen, echt schon ein bisschen traurig, dass das hier so vergammelt. Alleine schon dieser Flair hier, der hier in diesem Zimmer hier herrscht. Schon richtig großer, man kann schon fast sagen salonartig. Richtig, richtig geil. Ja, das nächste Zimmer folgt auf jeden Fall. Schaut euch mal die Ecke hier an. Das ist auch geil. Hat man hier so eine Nische? Hier unten, schön mit Stufe. Da steht noch die Couch drapiert. Ja, was man jetzt gerade im Hintergrund gesehen hat, da ist ein Zug gefahren. Vielleicht war das auch der Grund, warum das Hotel im Endeffekt dann irgendwann mal nicht mehr in Benutzung war. Aber an sich trotzdem ein richtig, richtig geiles Ding hier. Auch das Badezimmer noch. Richtig geil. Richtig gut im Schuss noch. Hier ist nicht eine Fliese abgehauen. Ich hoffe ganz ehrlich für mich persönlich schon, dass es so noch lange, lange bleibt. Leute, zieht euch das hier mal rein. Hier ist erstmal ein Pelzmantel. Ich kann das jetzt zwar gerade nicht beurteilen, ob der echt ist, obwohl man kann diesen berühmten Pustetest machen. Meiner Meinung nach flogen die Haare schon so wie normales Haar. Also es könnte sein, dass es sich um einen echten Pelz handelt. Könnte. Pelze. Koblenz. Hier hat man wieder ein neues Zimmer. Alleine schon für diesen Ausblick, wenn man hier drin gewohnt hat. Ich kann das nicht oft genug sagen. Es ist einfach gigantisch fantastisch. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Hinten mit dem Blick auf die Häuser, auf das Wasser. Gigantisch. Auch wenn ich mich wiederhole. Ja, hier haben wir dann mal ein Eckzimmer gefunden. Und was soll ich sagen? Vom Ausblick hier ist noch am geilsten. Man hat genau die Ecke hier im Raum. Und noch besser auf die Burg, beziehungsweise auf den Turm. Und aufs Wasser kann man nicht gucken. Also, wie gesagt, ich wiederhole mich hier, ich weiß, weil es ist richtig gigantisch hier. Da blutet einem selber das Herz, dass das hier so verkommt. Auch schon teilweise die Decken und so alle schon marode sind. Das ist einfach richtig krass hier. Es geht hier einfach mal noch höher und noch höher und noch höher. Gerade gesehen, hier oben geht es noch mal hoch. Von hier sind wir gerade gekommen, da links rum. Und jetzt haben wir noch eine Etage, nochmal glaube ich mit Zimmern. Auf, los geht's los. Was ein Badezimmer. Was eine Farbe. Das flasht auf jeden Fall. Leider hier auch wieder, ja, ob Vandalismus oder nicht. Ob es noch abgebaut wurde, keine Ahnung.
Aber so ist es richtig, richtig geil. Fette Badewanne. Leute, das ist genau das, was ich gerade meinte. Das tut mir hier im Herzen weh. Schaut euch mal die Decke an. Leider, 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 leider. Also es ist richtig, richtig schade. Auch hier wieder in diesem Zimmer. Und die Betten hier. Halbwegs drapiert, hinten eine Lampe. Ja, im Hintergrund hört man wieder den Zug. Das ist halt schon ein bisschen laut hier. Leute, zieht euch das hier mal rein. Hier kann man auf dem Klo sitzen und kann hier einfach mal, ich mache mal einfach das Fenster auf, die wundervolle Aussicht genießen. Zieht euch das hier mal rein. Richtig, richtig geil. Ja, hier haben wir jetzt noch ein Zimmer und schaut euch mal dieses Bett an. Richtig, richtig schön. Alleine schon hier mit diesen Füßen hier. Das ist so 30er, 40er Jahre. Richtig, richtig schön. Leider hat auch hier der Zahn der Zeit wieder genagt. Und die Decke kommt hier schon wieder runter. Das ist richtig, richtig schade auf jeden Fall. Auch wieder ein super Ausblick. Couch. Selbst die Bilder hier noch an der Wand. Leute, die Tapete, die hängt hier schon so auf 8:30. Unter dieser Tapete befindet sich eine richtig geile Tapete. Schaut euch mal das hier an. Richtig, richtig gut. Die ist viel schöner als die obere. Ja, wenn man denkt, es geht nicht mehr weiter, dann befindet sich hier sowas. Dann kommt man nochmal geradeaus und nochmal durch eine Tür. Also, das ist schon richtig übel hier. Sehr, sehr eng hier. Da muss man erstmal durchkommen hier. Ja, das ist auch noch. Das ist der passende Tisch hier zu dem Bett. Das ist auch Chippendale hier. Hier oben haben wir dann mal so rausgefunden, sind wohl die Privaträume gewesen von den Leuten, die hier wohl gewohnt haben. Ja, wir haben jetzt soweit alles durch hier oben. Die Zimmer sind weitestgehend leer, nicht so wie unten noch so schön gefüllt. Und jetzt gehen wir wieder gleich runter. Das ist krass, wie der aufgeht auf jeden Fall. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ist schon interessant hier. Wir sitzen hier gerade mal so eine Runde. Man kann sich hier richtig gerade so denken, wie man hier mal so gesessen hat. Da noch sehr viel Inventar ist, ist schon richtig geil, so da zu sehen, wie man hier so sitzen kann noch. Und wie die ganzen früheren Leute hier mal so gesessen haben, so vor 100 oder 200 Jahren, da das ja von 1573 ist. Das ist ja alles. Ja, das ist uralt, dieser Schrank hier. Vor allen Dingen. Hier steht auch noch alles drin. Der Schrank ist auf jeden Fall so von 1700. Jetzt im Hintergrund hat man diesen Zug. Der ist schon echt extrem laut hier. Schaut immer mal von vorne an diesen Schrank. Der ist mit Sicherheit so von 1700. Könnte sogar sein, dass der Original aus der Zeit ist. So 1650. Könnte sein. Ja, hier war ich noch gar nicht drin. Hier sind wir in der Küche. Die habe ich gerade mal übersehen. Unten in der Etage. Alter, wir haben hier Strom. Hier ist Strom? Hier ist Strom. Warum ist hier Strom? Hier ist immer noch Strom drauf. Krass. Die Lampe brennt.
Ja, Leute, mit dieser Location sind wir jetzt durch. War einfach ein Riesengebäude und auch wenn ich mich wiederhole, gigantisch, gigantisch, gigantisch sind die drei Worte, die mir dazu einfallen. Uns hat allen auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen, viel zu entdecken. Vor allen Dingen, weil es halt ein historisches Gebäude ist. Es ist halt echt schade, dass sowas echt verfällt einfach mal. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert mich, falls ihr noch nicht gemacht habt. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Es werden spannende Videos folgen. Bleibt gesund und munter. Euer It's Tomex, beziehungsweise die Tomex-Bande. Ciao.